Tinte drauf da. So, weiß ich, wie vielte Folge. Was? Das kann nicht sein. Ich hab das studiert. Genau. Sehr schön. Hab mich schon gewundert. Okay. So. Gut, die Assembly, den kann ich aber wirklich hier in die Küche verpacken, weil der hat schon was mit Essen zu tun, weil der ist ja doch eher special. Aber es steht dort bezeichnet Adresse, Port und Benutzername. Bin denn, ja, wenn du dich mit jemandem verbinden möchtest, komm mal, trägst du dort dessen Daten ein. Du musst aber einen Server erstellen, mit dem ich dann dein Freund verbinden oder deine Freunde verbinden können. So, jetzt die Frage, wir können erstmal Sand, das ist natürlich immer gut. Oh. Und damit haben wir eigentlich auch alles, was irgendwie wichtig ist. Das kommt nach da. Hä? Na du? Da geht's, wie geht's denn auf das Teil los? Entweder wenn diese Server einen bin ich gerade raus. Mumble oder Moodle? Ich frage mal, warum halten alle Programme gleich? Wenn diese Server einen Mumble-Server haben, kannst du dort die Daten eingeben. Da ich aber keinen habe, musst du selber einen hosten. Keine Ahnung, ob Bananaland einen Mumble-Server hat. So. Ja, Banana knallen natürlich, klar, erstmal Schutz verschreiben, so kann ich jetzt hier noch, kann ich noch nicht reinmachen, wer ist denn hier los? Abbauen. Und noch hinsetzen. Geht doch. Ich hab geklappt, wie viele kriegst du da ein? So, we left the game, yay. So, kommen jetzt mal die Edelmetalle dran. Weitesten Sinne, ja, irgendwie schon, keine Ahnung. Okay, nerv ich nicht. So, die kommen hier drüber. Eisen ganz nach vorne, dahinter gefolgt Kohle, weil das die Sachen sind, die ich am meisten verwende. Dann kommt die Kombi aus Zinn und Kupfer. Und dann kommt Edelmetall. So. Und
Und jetzt kommen davon die ganzen gebrannten Varianten. Wo ich gar nicht so viel habe. Das kommt noch da und das kommt noch da. So. Ja, die Schwerter und so, die muss ich dann sowieso extra legen. So, jetzt kommt das ganze Kack-Special-Zeug hier, so wie die, das hier und Baumwolle und so ein Kack-Gedöns, Dreck, Mist, Arsch, Kante. Blätter mich auch noch ein paar, ne? Ja. So. Du kommst nach da, du kommst daneben. Kommen hier Blätter. Drüber kommt das Zeug. Ach, siehst du? Bronze habe ich circa gebracht. Dickster Bumser hier. Habe ich Zinn echt nach links gepackt, als ich bin noch bekloppt. So. Knochen haben was damit zu tun. Strings gehören eigentlich hier mit dazu. So, die muss ich sowieso extra packen. Gucken wir mal nach hinten. Da kommt in die 1x1 rein, wo ich gerade keine habe. So, jetzt wird es hier schon ein bisschen kniffliger. Special Erde. Werkzeuge abgeschlossen, cool. Kommen neben die normalen. Achso, die sind auch abgeschlossen, ne? Ja. Normale Kisten habe ich ja gar keine. So. Dann all die schönen Sachen, die man aus Holz bauen kann. Das kommt mal hier hin. So, so. So, so. Boot ist auch so ein bisschen speziell, das lasse ich mal drin. Dann mache ich dann später irgendwo eine richtige Kramkiste, also eine klassische Kiste als Kramkiste. Fackeln. Blumen kann ich eigentlich wegschmeißen, ganz ehrlich, Blumen brauche ich gar nicht. Das Gedöns kann alles weg. Du kommst noch da, du auch. Fackeln. Fackeln hatte ich immer hier bei Kohle mit drin, ne? Das ist hier noch alles. Achso, wir brauchen ja nachher noch. Lass ich mal erstmal Inventar. Ja, Blumen. Soll ich Blumen einsortieren? Gehen wir mal hier eine raus. Die klatsche ich irgendwo hin, wo es keiner merkt. Zum Beispiel. Und da kommt ja der ganze Kackgedöns, die ganzen Werkzeuge und so ein Scheiß rein. So, das hier, ja, kommt es auch. Das werde ich nie benutzen, irgendwie in der Art und Weise. Alles schön nach innen einfach klatschen. Oh, halt die Kiste natürlich nicht. Die Kisten können wir nach und ab. Perfekt. Und schon das Ganze aufgeräumt. Yay. Wir haben es geschafft. So, was soll ich jetzt machen? Genau. Genau. Hier hin und dann mal gucken. Oh, hier fällt noch eins. Da schau mal einer. Hey, jetzt habe ich doch einen. Da sollte ja noch so Dingen. So. So, und jetzt muss das ganze Ding noch eins weiter runter. Das werde ich aber so nicht bekommen. Oh, ich hab Hunger. Sollten wir noch was essen?
Vor allem die Sachen, die man immer rausnimmt, guck mal hier. Die Sachen, die man rausnimmt, sind immer heller als die anderen Sachen. Wenn ich jetzt hier anklicke, wird es auch heller. Jetzt wird total. Warum ist das so? Also ein Bug ist es definitiv nicht, kann ich mir nicht vorstellen, weil die Farben müssen ja manuell manipuliert werden. Oder ist vielleicht doch ein Bug? Keine Ahnung, ist ja auch egal. Wenn es ein Bug ist, wüsste ich sogar schon, woran es liegen könnte. Und zwar, dass die hier quasi mit in das Hauptgeschehen eingeordnet werden, obwohl ja hier Schatten ist, werden die dunkler gezeichnet. Und wenn man die manipuliert, dann werden sie praktisch übergezeichnet und aber nicht mehr in die aktuelle Szene eingebettet, sondern halt einfach drüber gezeichnet. Also drüber gestellt in der Pipeline jetzt, wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Und dementsprechend ignorieren die das Lightning und sind einfach volle Kanne hell. Könnte man ganz gleich gucken, indem man guckt, ob die hier, ja, siehst du, die haben auch die volle Helligkeit, obwohl hier komplett Schatten ist. Dann liegt es also daran. Lol. Wieder was gelernt. Nice. Für dich witzig. So sieht man immer, wo man zuletzt dran war. Okay. Was jetzt? Was wollte ich denn jetzt? Genau, dieses Replacement-Tool. Dankeschön. So, dann müssen wir einmal dich markieren. Und jetzt hier ransetzen. Ich fall gleich ins Wasser, sag ich doch. Ich sehe hier noch gleich mal, wenn ich mal hier draußen bin. Wollte ich vorhin schon machen, als wir das gesehen haben, aber habe ich es noch nicht getan. Sehr schön, langsam wird. Also Hälfte des Feldes haben wir schon voll. Ist doch gar nicht mal so schlecht. Halt, wo denn ist da? So, das sieht gut aus. Da schon ein bisschen überstehen. Hätten das Holz reicht nicht? Nee, das Holz reicht nicht. Ist ja mal wieder ein Traum hier, ey. Ist ja Profi-Arbeit hier. So, zum Glück ist hier gleich die Tür. Was? Scheiße. Okay. Gut schön. Würde ich mal sagen, das reicht jetzt mal. Dann mache ich jetzt mal wieder Feierabend hier. Du kommst mit da rein. Und du kommst mit dem da rein. Ja, schön. Bitte, Herr Wahl. Schön. Dann würde ich mal sagen, vielen Dank, dass Sie mit der Pandora geflogen sind. Und dann, weiß ich gar nicht, nächste Woche, ob ich dann vielleicht mal wieder ein bisschen was anderes spiele. Also Carpeten oder, naja, Mindclone. Da haben wir immer noch einen Vorsprung von 10 Folgen. Vielleicht auch immer wieder Mindclone. Ich wurde auch letztens darum gebeten, mal wieder Mindclone zu spielen. Von daher. Mal gucken, mal gucken. Auf jeden Fall jetzt erstmal Feierabend. Ja. Ist auch schon spät. In dem Sinne schon mit vor.